des Subjektes gibt es häufig bei dem kleinen Wörtchen es. Und da gibt es unterschiedliche Gebrauchsweisen, wie man dieses Subjekt oder auch Pronomen, es kann ja beides sein, verwenden kann. Und die zeige ich euch jetzt. Die erste Möglichkeit ist, dass es ein Pronomen ist und es dann auf eine Person oder auf eine Sache verweist. Die zweite Möglichkeit, ich mache gleich noch Beispiele dazu, ist, dass es das unpersönliche Pronomen ist plus Verb. Dann kann man es auch mitgebrauchen. Das ist kein richtiges Wort. Ihr wisst, was ich meine. Dass man das einfach mit dabei nimmt zu so einem Verb. Dann die dritte Möglichkeit ist, dass es am Satzanfang steht. Und dann das nennen wir jetzt einfach mal, dass es als Platzhalter fungiert. Das ist dann die dritte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit ist, dass es auf einen Nebensatz oder auf eine Infinitivgruppe verweist. Diese vier Möglichkeiten gibt es für es, wie es benutzt werden kann. Ich fange mal mit der letzten Gruppe an, um das zu erklären. Als Beispiel, mich stört es, dass es, dass dieses Zimmer so kalt ist, meinetwegen. Da bezieht sich das es hier auf den Nebensatz. Wenn ich dann mit der Infinitivgruppe das mache, Monika fällt es schwer, ihre Heimat zu verlassen. Habe ich auch. Fällt es schwer, ihre Heimat zu verlassen mit der Infinitivgruppe. Ich bleibe jetzt hier mal bei diesem Beispiel. Da, das nennt man auch, ich schreibe jetzt mal ein fettes Fremdwort auf, Chore-R, ganz wichtig. Lates. Dieses Wort Korrelates bedeutet nur, das bezeichnet nur Wörter, die auf einen Nebensatz oder auf eine Infinitivgruppe verweisen. In dem Fall haben wir es hier, ist ein Korrelates, weil es auf den Inhalt des Nebensatzes oder auch bei der Infinitivgruppe drauf verweist. Es ist also dann mit Verweis auf ja, auf diesen Nebensatz. So kann das S benutzt werden. Nächstes Beispiel, das Platzhalter-S. Und das kommt vor, obwohl man es gar nicht braucht, weil es dann nämlich auch bei Umstelleproben, bei Umstellungsproben einfach wieder wegfällt. Es ist kein Subjekt, das ist ganz wichtig. Der Platzhalter-S ist kein Subjekt. Wie gebraucht man das? Es kamen 100 Leute ins Theater. Wenn ich jetzt die Umstelleprobe mache, ist es 100 Leute kamen ins Theater. Da fällt das S einfach weg. Es steht halt oft am Satzanfang und fällt dann weg bei der Umstellprobe. Es kommt sogar vor bei Verben, die überhaupt gar kein Subjekt verlangen. Es wurde laut diskutiert zum Beispiel. Diskutiert braucht kein Subjekt. Und wenn ich das jetzt auch umstelle, es wurde laut diskutiert, im Unterricht wurde laut diskutiert, ich mache es nochmal von vorne. Das ist das Beste, wenn man ein scheiß Beispiel sich ausgesucht hat, dann nimmt man am besten nochmal ein ganz neues. Es wurde in der Klasse laut diskutiert. So wollte ich es machen. Es wurde in der Klasse laut diskutiert. Wenn ich das jetzt umstelle, in der Klasse wurde laut diskutiert und da fällt das S dann auch weg. Es ist also einfach ein Platzhalter-S und kein Subjekt in dem Fall. Die nächste Möglichkeit, das S zu benutzen, ist halt das unpersönliche Pronomen plus Verb, wie ich hier auch schon stehen habe. Und da handelt es sich darum, dass Verben in bestimmten Gebrauchsweisen mit dem unpersönlichen Pronomen es
auftauchen. Und es kann nicht ersetzt werden. Das ist das Wichtige hierbei, wenn ich jetzt es handelt sich um einen Apfel. Habe ich hier das unpersönliche Pronomen es zusammen mit dem Verb. Wenn ich das jetzt ersetzen würde mit der Vorfall handelt sich um. Das macht keinen Sinn. Das geht nicht, ohne dass sich nicht die Aussage des Satzes komplett ändert oder dass die Bedeutung vom Verb verändert wird. Deswegen kann ich es nicht so ersetzen. Es gibt aber auch Pronomen, unpersönliche Pronomen, die vor oder nach der Personalform stehen können. Und dann werden sie als Subjekt behandelt. Also, es handelte sich dabei um einen Apfel. Ich schreibe das nochmal auf. Um einen Apfel. Wenn ich das umstelle, dabei handelte es sich um einen Apfel. Dann wird es hiermit umgestellt und wie ein Subjekt behandelt. Das unpersönliche es tritt ganz oft auf bei Wetter. Es regnet, es nieselt und so weiter. Also bei Witterungsverben, bei Wetter, steht dann ganz oft das unpersönliche Pronomen als Subjekt. Bei der ersten und jetzt bei mir der letzten Kategorie wird das Pronomen als Stellvertreter benutzt für eine Person oder eine Sache. Und das ist wirklich das, was am meisten benutzt wird im Deutschen. Da haben wir dann das Kätzchen miaut. Es hat Angst. Das S geht ganz klar zurück auf das Kätzchen, also auf, was ist denn jetzt, Personensache, das Tier, geht das zurück. Man kann das S aber auch dann ersetzen mit wieder mit anderen Sachen, mit der Hund, der Hase, was auch immer, kann man das quasi ersetzen. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass es sich um ein Subjekt handelt, wenn man das mit anderen Subjekten ersetzen kann. Ich hoffe, damit ist es ein bisschen klarer, wie man das S benutzen kann und wie man es dann auch in unserem Fall als Subjekt bestimmen kann.